Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit den 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Saal, und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in Anlehnung an die Lesungen von heute, ganz besonders diese Lesung aus dem Buch der Weisheit, die uns in deutscher Sprache verkündet wurde, und auch das Evangelium in der ersten Lesung, ist vor allem das Thema der Suche nach der Weisheit. Aber da sieht eben die Liturgie eben die Gestalt Jesu Christi. Es geht darum, dass in unserem Leben und nicht nur immer wieder mal ab und zu, dass wir doch unser Leben von Jesus Christus, von dieser Suche prägen lassen. Und das Evangelium spricht eigentlich schon, wie gesagt, ein adventliches Thema an mit dem Thema der Wachsamkeit. Warum wachsam sein? Weil unser Leben viel zu kostbar ist, dass wir es eigentlich nur an der Oberfläche leben und dass wir uns nicht mit Themen, die unser Leben angehen, unsere Existenz befassen. Und dabei will uns der Herr begleiten auf dieser Suche und auf diesem Wachsamsein, damit wir unser Leben in alle Fülle, nicht nur eines Tages bei Gott leben, sondern bereits hier und jetzt. Und dann habe ich eben berichtet, dass unsere Gemeinde auch sich bemüht, wachsam zu sein und zu leben. Wachsam und die Zeichen der Zeiten zu lesen und versuchen, eine Antwort auf die heutige Lage des christlichen Glaubens in unserem Hier und Jetzt in der Gemeinde. Wir hatten am vergangenen Freitag eine lange Pfarrgemeinderatssitzung, bei der wichtige Themen, die die Gemeinde angehen, besprochen wurden. Und das sind eben Zeichen, dass wir eben bewusst das Leben der Gemeinde leben wollen. Zum Beispiel, ich sage nicht alle, aber die Erstkommunionvorbereitung in jeder Gemeinde ist das ein ganz wichtiges, wesentliches Thema, damit unsere Kinder eben auch den Glauben von uns, von den Familien, von der Gemeinde vermittelt bekommen und sich so
auf die Feier der Erstkommunion vorbereiten. Eine ganz wichtige Zeit. Aber auch im Bereich der Jugend. Wir starten eine neue Initiative mit Jugendlichen. Am Schluss spricht Luciana eine Einladung aus für Jugendliche unserer Gemeinden. Nicht nur von der spanischsprachigen Mission, sondern Jugendliche werden eingeladen zu einem Treffen und in spanischer und auch in deutscher Sprache. Und eben weil wir merken, wie wichtig das ist, dass wir auch die Jugend erreichen. Es wurde auch darüber berichtet, über eine Versammlung der spanischsprachigen Gemeinden in ganz Deutschland, die Anfang November in Münster stattgefunden hat. Und unsere Gemeinde wurde mit 3 Mitgliedern dort vertreten. Wie wichtig es ist, dass wir in den Gemeinden das gemeinsame Leben und auch die Kommunikation pflegen und dass wir diese Kultur des Willkommens eben für andere Mitglieder, die zu unseren Gemeinden kommen, wie wichtig das ist und Themen der Evangelisierung. Noch sind eben die Ergebnisse dieser Versammlung sind noch nicht veröffentlicht, aber der Pfarrgemeinderat will sich damit befassen, um immer wieder eine neue Antwort auf diese Herausforderungen unserer Zeit und unserer Kirche zu geben. Wir werden uns bemühen, auch die Kommunikation von unserer Gemeinde besser zu gestalten. Dazu wurde die Initiative vorgestellt von einem neuen Blatt oder Brief an die Gemeinde, der wöchentlich jeden Sonntag erscheinen muss, mit Informationen, mit den Texten der Lesungen und mit anderen Punkten, die wichtig sind für die Gemeinde. Es wurde auch eingeladen an eine Nacht der Anbetung, die in der Nacht vom Freitag, dem 1. auf den 2., den Samstag von 8 Uhr abends bis 8 Uhr früh mit Gebet für den Frieden in unserer Welt und da, wo wir sind, hier in St. Wolfgang, 1. bis 2. Dezember. Und dann, wir gehen ein bisschen weiter auch und wir werden dann im Februar, am 11. Februar, ein gemeinsames Mittagessen, eine Agape-Feier für unsere Gemeinde hier in St. Wolfgang gestalten. Und über weitere Punkte kann man dann peu à peu auch im Laufe der kommenden Tage und Wochen dann auch berichten. Und ganz wichtig ist, dass auch Advent und Weihnachten hier bei uns in diesem Rahmen gefeiert wird. Feiern wir gemeinsam die Eucharistie und bitten wir den Herrn, dass er uns dabei hilft, unser Leben als Christinnen und Christen in Verantwortung wahrzunehmen und zu leben und dass er uns auf diesem Weg stärkt. Amen.